Wenn du die EQ-Tipps anwendest, die ich dir gleich gebe, dann verspreche ich dir, dass du heute noch deine Mixe massiv verbessern kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Pull-Take-EQ oder ein gutes Plugin, das ihn nachahmt. Geht los! Nach meinem Mastering-Tutorial letzte Woche habe ich sehr viele Fragen zu diesem Kollegen hier bekommen und das ist ein Pull-Take-Equalizer bzw. die Emulation der Hardware-Unit. Mit diesem Röhren-Equalizer kannst du wirklich fantastische Ergebnisse bei deiner EQ-Bearbeitung erzielen. Das Problem ist, er ist ein bisschen unübersichtlich und deswegen erkläre ich dir jetzt erst, wie er funktioniert, weil wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich ganz einfach. Fangen wir mal mit der oberen Hälfte jetzt hier an. Am einfachsten ist es, wenn du diese obere Hälfte hier durch 3 teilst. Ja, einmal hier und einmal hier. Diese 3 Schalter hier sind für die tiefen Frequenzen. Hier wählst du deine Frequenz aus zwischen 20 und 100 Hertz. Bei der Originaleinheit kannst du übrigens hier nur durchschalten. Hier in Logic kannst du sogar dazwischen drin noch Frequenzen raussuchen. Ja? Tiefe Frequenzen. Und diese tiefe Frequenz, die du hier aussuchst, kannst du jetzt entweder anheben oder absenken. Attenuation ist Englisch für absenken. Oder du kannst sie anheben und absenken gleichzeitig. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir gleich noch. Okay, tiefe Frequenz auswählen, anheben oder absenken. Dann gehen wir jetzt in den mittleren Bereich hier. Hier kannst du auch hier die Frequenz auswählen, und zwar zwischen 1 kHz und 16 kHz. Das sind also die Höhen. Die kannst du hier nur anheben. Und hier kannst du die Bandbreite festlegen. Ja, bei einem normalen Equalizer wäre das hier die Bandbreite, also die Filtergüte. Nee. Schmale Filtergüte bedeutet ein sehr breites Band und das bedeutet ein sehr schmales Band, eine sehr hohe Filtergüte. Ne? So würde es jetzt bei so einem parametrischen Equalizer aussehen und das hast du hier eben nur als Schalter. Ja, also nochmal, hier legst du die hohe Frequenz fest, hier wie stark du sie boosten möchtest, also anheben möchtest und hier die Bandbreite. Jetzt kommen wir in den dritten Teil hier und hier kannst du Höhen absenken und zwar zwischen 5 und 20 kHz. Attenuation steht wieder für absenken. Alles verstanden bis hierher? Nochmal kurze Wiederholung. Hier sind die tiefen Frequenzen, die kannst du anheben oder absenken oder beides. Dann hast du hier die Höhen, die kannst du hier auswählen, also welche Frequenz. Kannst sie hier boosten, also anheben und hier kannst du die Bandbreite festlegen. Und hier kannst du die Höhen aussuchen, die hohen Frequenzen aussuchen und dann hier absenken. Ne? Höhen anheben. Höhen absenken. Tiefen anheben und absenken. Okay? Jetzt gehen wir in die untere Hälfte und das ist mehr oder weniger ein EQ für die Mitten. Ja, wir konnten hier die Tiefen und die Höhen anheben oder absenken und das ist jetzt so ein EQ für die mittleren Frequenzen, ja, für den mittleren Frequenzbereich. Tief, Mitten, Hoch, Mitten und so weiter. Und auch den kannst du durch 3 teilen. Diese 2 Schalter gehören zusammen, diese 2 gehören zusammen und diese 2. Wir können also hier tiefe Frequenzen einstellen, welche Frequenz möchte ich, und Low Peak heißt in diesem Fall anheben. Also ich kann hier tiefe Frequenzen anheben. Dann gehen wir ganz nach rechts, hier kann ich hohe Frequenzen hier aussuchen und hier anheben. Ja, Peak heißt anheben. Tiefe Frequenzen anheben, hohe Frequenzen anheben. Hier in der Mitte steht Dip, das heißt, ich kann Frequenzen absenken. Ja, ich kann also hier meine Frequenz raussuchen, die ich aussuchen möchte, und die kann ich dann absenken. Okay, jetzt aber genug geredet. Mir war es nur wichtig, dass du erstmal einen Überblick bekommst, gerade weil er so ein bisschen eigenwillig ist, was hier eigentlich was ist. Und als erstes bearbeiten wir eine akustische Gitarre. Wir hören mal gerade in das Beispiel rein erst. Okay, die Gitarre klingt schon ganz gut, aber sie könnte doch ein bisschen mehr edlen Schein, ein bisschen mehr Glitzer oben rum vertragen. Und auch so um die 400-500 vermute ich mal, klingt sie so ein bisschen dumpf, das versuche ich mal rauszuziehen. Du hörst jetzt schon speziell in den Höhen, wenn wir es mal solo laufen lassen, klingt das jetzt schon wirklich cremig. Ich lasse mal ausgeschaltet und mache dann an.
Speziell die Höhenanhebung kommt super cremig, super entspannt und klingt nie harsch. Und natürlich kannst du auch mit so einem Pultec-EQ jetzt komplett übertreiben. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Aber es kommt sehr, sehr angenehm, sehr crisp, kristallklar und nie irgendwie kreischig oder irgendwie, dass es dir auf die Nerven geht. Jetzt nochmal ganz kurz zu der Frage, warum kann man hier Höhen anheben und gleichzeitig absenken? Ja, Boost heißt anheben, Attenuate heißt absenken. Das macht ja zunächst mal keinen Sinn. Ich zeig's dir nochmal hier in einem normalen Equalizer, an so einem parametrischen. Also anheben und absenken ist ja als erstes mal so, dass du dir denkst, okay, wenn ich jetzt hier anhebe, ja, nehmen wir mal hier bei 1 Kilohertz und senke gleichzeitig ab, das löscht sich ja gegenseitig irgendwie aus, das ergibt ja keinen Sinn, ja. So dass du in dem Fall aber nicht denken bei diesem EQ, ich mach's jetzt vielleicht hier gerade nochmal hier in den Tiefen unten, und zwar, wenn ich jetzt hier anhebe, und jetzt gleichzeitig hier absenke, dann siehst du, dass ich hier eine Anhebung habe in den Tiefen zwar. Ich senke hier mit dem anderen Band ab und dadurch kriege ich so einen Dip, ja, einen Dip oder so einen Graben. Und dann ist hier aber die Kurve geht weiter. Also je nachdem, wie ich hier die Filtergüte einstelle, kann ich natürlich jetzt bestimmen, wie diese Kurve hier aussieht und kann dadurch ganz spannende Ergebnisse erzielen. Das heißt, ich senke also nicht genau gleich das gleiche ab, was ich anhebe, sondern ich schlage hier sozusagen eine Kerbe rein. Okay, gehen wir weiter zum zweiten Beispiel und bearbeiten einen kompletten Drum-Bass. Hier kommt der Pultec EQ nämlich auch sehr, sehr gut und insbesondere das Low-End lässt sich hier super cool bearbeiten. Also los geht's. Wirklich ein fantastisches Ergebnis. Ich gehe nochmal rüber in ein anderes Projekt und gebe dir noch ein paar weitere Beispiele. Ich möchte anhand dieses Beispiels jetzt nochmal erklären, wie gut die Anhebung im Höhenbereich von dem Pultec ist. Diese Background-Vocals hier singen nur Hums, also Hms, und du kannst mit dieser Höhenanhebung trotzdem Luft einhauchen, auch wenn sie hier nur Vokale singen und keine Konsonanten. Ja, ich zeig dir das mal. Ich werde jetzt die Höhen ganz stark anheben und du kannst praktisch in diese Hums noch so einen Atmer, einen Hauch reinzaubern über diese Höhenanhebung. Hörst du, wenn ich hier die Höhen anhebe und dann hörst du richtig, wie praktisch Luft aus dem geschlossenen Mund kommt. Also so subtil zaubert der da die Höhen rein. Also finde ich echt total faszinierend. Schauen wir das nochmal an auf den Lead-Vocals. Da kommt er nämlich auch richtig gut. Und zwar habe ich ihn hier eingesetzt. Das darf ich hier nur nichts verstellen. Ich mache das hier auch mal solo. Gehen wir vielleicht hier in den Chorus rein. Und dann schalte ich den auch zu und dann wieder an. Fire. It's the feeling we're following. It's the rush with the windows down. Cool water winding around us. Twisting vistas of far off towns. In the distance, all the settle down. Rush with the windows down, cool water winding around us, twisting vistas. Also ich habe hier mit dem Pultec jetzt die Höhen auch nochmal stark angehoben. Man muss ein bisschen aufpassen. Jetzt beim zweiten Hinhören finde ich es fast ein bisschen zu extrem. Du kannst auch hier nochmal, gerade bei weiblichen Sängerinnen, ist es auch richtig cool, kannst du schön dieses Hauchige reinzaubern in die Stimme. Okay, dann nochmal ein Beispiel im Mix-Bass selber. Ich schalte jetzt mal alles aus, beziehungsweise die Sachen, die hier für den EQ verantwortlich sind. Und dann setzen wir den Pultec EQ mal ein auf den Mix-Bass selber. Ja, ich nehme jetzt hier in dem Fall, weil ich den hier nicht eingesetzt habe, Presets. Presets hat er nämlich auch. Und du kannst hier auf dem Mix-Bass einsetzen, zum Beispiel Enhanced Mix. Und da macht er jetzt so Mastering-Aufgaben. Ich schalte ihn ab und dann schalten wir ihn zu.
Auch sehr, sehr cool, also fast genauso gut wie Greg Wells' Mixcentric, falls du das kennst. Wenn du meine Tutorials guckst, kennst du es. Dann noch hier den Master Shine, der auch sehr gut kommt. Das sind jetzt, wie gesagt, Presets. Unfassbar, oder was für eine unglaubliche crispe Transparenz in den Höhen und was für eine satte Wärme in den Tiefen, die dieses Ding hier reinzaubern kann. Und das war jetzt nur ein Preset, ich habe noch gar nicht Fallen eingestellt. Also wahnsinnig gut. Wenn du so einen Equalizer hast, wenn du einen Pull-Take hast, dann probier jetzt gleich mal in deinen Mixen aus, was du daran verbessern kannst. Wenn du dich für das Abmischen mit EQ interessierst, mit diesem wichtigen Werkzeug, dann schau auf jeden Fall jetzt dieses Video an. Da zeige ich dir die 9 größten EQ-Fehler und wie du sie vermeiden kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft. Und wir sehen uns ansonsten schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!